Endlich ist es soweit. Die Kultkneipe Bollücke wird wiederbelebt. Eine lang erwartete Nachricht für die Kundschaft. Denn seit Wochen arbeiten André und Isabel Grün daran, die Kneipe wieder zu eröffnen. Natürlich hat man dann auch diese ganze Ängste, die man vorher hatte, die lösen sich auf. Aber das ist halt eigentlich so ein turbulentes Gefühl. Also das ist wirklich ein... Man will endlich, dass es passiert, dass es stattfindet. Und bis dahin ist auch noch ein Stück Arbeit. Wir müssen halt noch viel tun, aber wir tun das mit großer Freude. Ne? Und wir sind aufgeregt, einfach wahnsinnig aufgeregt. Ja. Vor 5 Jahren traf die Kneipe an der Obermeidericher Straße ein verheerender Brand. Abends wurde Halloween gefeiert. Direkt am nächsten Morgen setzte sich das Gebäude in Flammen. Sogar 6 Menschen wurden dabei verletzt. Der Grund für den Brand bleibt bis heute unklar. Der Schock aber war immens, vor allem für André und Isabel, denn sie haben ihr Geschäft verloren und es wird einige Jahre dauern, bis sie wieder auf den Beinen stehen. Ja, schrecklich, ne? Das war natürlich, wir hatten einen Abend vorher Halloween und ich sag mal so, wir hatten das Motto Schrecken der Meere. Und wir hatten alles mit Fischen an den Wänden dekoriert und es sah alles so ein bisschen aus wie unter Wasser. Und am nächsten Tag, als man reingekommen ist, dann war es tatsächlich wie unter Wasser. Ne? Deswegen kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Es war wirklich sehr, sehr schlimm. Ganz schlimm, ja. Nun wird alles erneuert. Neuer Boden, Sitzbänke und eine erweiterte Speisekarte. Dafür sucht das Paar momentan noch eine Aushilfe in der Küche. Auch die Wände wurden anders gestrichen und der Biergarten umzäunt. Denn der war im Sommer immer voll, erinnert sich Isabel. Wir haben auf jeden Fall neuen Boden. Das ist der alte Parkettboden der Mercato-Halle in Duisburg. Der wurde abgecycelt. Und ansonsten haben wir auch unser Mobiliar ein bisschen umgeändert. Unter anderem haben wir jetzt auch Kirchenbänke abgecycelt. Die sind wir auch jetzt noch dran zu bearbeiten. Wir wollen eigentlich die Events wiederbeleben. Ne? Das unter anderem Karaoke, Kneipenquiz, Konzerte. Wir hatten ja viele auch internationale Künstler hier, die teilweise, also großenteils auch aus den USA kamen. Bollücke ist nicht irgendeine Kneipe, sie ist Kult. Inklusive Konzerte, Festivals oder Lesungen. Die Kunden sind nicht nur Gäste, sondern eher Freunde, die das Paar nach dem Brand sehr unterstützt haben. Ja, wir haben auf jeden Fall nach dem Brand hat sich ein Kulturverein gegründet, die Kulturoffensive Bollücke. Und die standen jetzt 5 Jahre lang auch alle hinter uns und haben uns in jeglicher Hinsicht unterstützt. Die möchten auch zukünftig bei uns Konzerte mitveranstalten und haben auch hier bei uns ihr Vereinsheim. Am 28. Juli geht es hier wieder los. André und Isabel freuen sich schon riesig. Sie wollen da ansetzen, wo sie aufgehört haben.